So, herzlich willkommen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im LS22. Die Familie Raffzahn ist wieder unterwegs. Es ist Freitagabend, es ist Streaming Day. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind auf der Land of Italy unterwegs. Wenn ihr euch fragt, was für eine Karte ist das? Und wir sind die Familie Raffzahn. Mein Name ist Peter Raffzahn im Spiel. Wir haben ein Dings Light, ein RP Light machen wir hier. Und wenn ihr mal dabei sein wollt, dann einfach bei Discord mal reinschauen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch gerne bewerben. Wir suchen doch den einen oder anderen hier, der uns ein bisschen unterstützen möchte. Ja, wir würden uns freuen. Ansonsten gehen wir wieder rein zur Familie, was da so gehabelt wird. Wusstest du, dass das wieder schief läuft? Ach, der fährt ja nur 27. Das wird ja eine spaßige Fahrt jetzt. Aber ich kann dir einen Tipp geben, Peter, ne? Wenn du gut viele Kühe hast, die gut sich vermehren, dann können die auch richtig viel herausbringen. Das hoffe ich irgendwann, das hoffe ich. Deswegen habe ich ja so viel investiert darin. Breche aus Erfahrung. Das hoffe ich doch mal. Inzwischen sind sie auch schon ein paar. Jetzt haben wir auch schon ein paar. Aber es ist wirklich die erste Zeit, bis sie das erste Mal geschmissen haben. Dann ist das wirklich so ein Zyklus, wo die wirklich dir ein Minusgeschäft einbringen. Ja, momentan schon. Also es sind 22 Milchkühe, habe ich jetzt. Ja, und die sind noch nicht so weit, ne? Da, 80% Reproduktion. 36 Monate alt. Die eine ist schon bald so weit. Die andere hat 60 Monate, 60%. Ah. Es wird. Ich glaube, die anderen haben nicht zu früh verkauft, ja. Deswegen ist es ganz gut, dass wir das hochgestellt haben. Ja, ich finde das auch ein bisschen. Bei 36 Monate, bis 36 Monate musste sie ja verkaufen, damit sie noch Geld einbringen. Danach wäre es ja gar nicht mehr gegangen. Aber das wäre eigentlich. Wär Quatsch. Für Milchkühe. Ja, weil die Milchkühe sind ja. Lange. Die sollen ja Nachwuchs bringen. Das können sie ja erst, nachdem sie reif sind dafür. Ich glaube, der Macher, der dieses Fleischerei gebaut hat, hat daran gar nicht gedacht. Ja, vermutlich. Ich meine, es gibt ja die anderen Kühe, also die männlichen, die bringen ja sonst nichts, die bringen nur Fleisch. Da würdest du ja noch einsehen, 36 Monate. Ich glaube, dieses Maß hat man genommen. Ja. Man hat nicht daran gedacht, die weiblichen. Ich glaube, die sind, weiß nicht, glaube ich, 6 Jahre. Also die werden ziemlich alt und gehen eigentlich dann nach. Auch zu den Schlachtern, das sind dann die Burger, Hamburger, die bei Burger King und McDonalds zu kriegen sind. Ja, sowas war da, ja. Also ich bin in 7 Tagen da, ne? Rolf? Okay. Aber ich glaube, in 7 Tagen bist du noch nicht fertig mit der Ernte, ne? Lass dir was über. km/h müsste ich doch eigentlich wissen, wie oft ich mit denen schon gearbeitet habe. Mann, ey, ich sehe das Feld, was wir bearbeiten. Bis Kampagne entladen. Ich fahre innerlich. Nee, fahr mal zu. Ich glaube, mit diesem Teil hier brauchen wir nicht mehr großartig was zu machen. Ich fahre ohne GPS, also mit dem Vollernt ist das nachher schön leichter, ne?
Ja, weil du damit einfach auch besser in die Ecken kommst. Mit dem Gerät hier, das ist ja grauenhaft. Aber ich wollte jetzt gerade die Wolle nur weghaben, weil die war voll. Die Ecke, die du hier umrundet hast, mache ich gleich auch noch weg. Und der nimmt ja auch in einen Schlag 22.000 auf, ne? 22.500. Einmal sind wir bei 61%. Haben wir schon irgendwas überhaupt abtransportiert? Ja. Keine Sorge, sobald ich weit genug von den Bäumen weg bin, fahre ich andersrum. Dann kannst du auch nebenbei immer manchmal fahren. Runden zu schaffen, das ist manchmal komplex. Das ist manchmal scheiße bei so kleinen Feldern, also Mist. So. Kann ich dir nicht sagen, ich war nicht gucken. %. Na, perfekt. Das ist fertig. Welcher Bau auf die Idee gekommen ist, auf dieses Feld Kartoffeln zu setzen. Ja, das ist eigentlich eine Frechheit. Ja, das ist, grenzt schon an Körperverletzung. Das ist eigentlich mehr so eine Fläuse für Grabgabel und Eimer irgendwie, oder? Naja, vielleicht so manuelles Abladen. Steinzeitalterliches Ernten der Kartoffeln, ne? Oder Spargel stechen, dafür wäre es vielleicht noch gut geeignet. Dich nicht blockieren. Das wird jetzt glaube ich eng. Kannst du mal rumfahren, Wolf? Lass er eben abladen, dann bin ich wieder weg. Ah ja, genau. Warte. Weil ich glaube, dass wir aneinander sonst hängen bleiben würden. Ist abgeladen. Oh.
Ja, wenn wir gleich die Ernte 100% haben, haben wir viel noch für uns übrig, ne? Die Kartoffeln könnten wir doch dem Ron verkaufen dann. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja, da kannst du brauchen. Den Ron verkaufen? Ja, genau. Du meinst Hartmut, ne? Wir sind Vater. Sieht so klein wenig aus, dabei ist bei Kartoffeln immer ziemlich viel dabei. Ich bin ja gewohnt auf noch größer. Also wo du mich nicht hinkriegst, Rolf, ist auf ein mega großes Feld von Kartoffeln, ne? Dann wandere ich aus. Na, auf einem mega großen Feld kannst du wenigstens schön Bahnen ziehen, aber das, was hier ist, das ist ja Strafarbeit. Ich sag ja, grenzt an Körperverletzung. Grenzt an Körperverletzung. Da hat jemand wieder seine Superkraft entdeckt. Mhm. Bienchen. Keine Lust, sie auf die Gabel, deswegen machen wir es. Merkt, dass dieses Feld nicht gepflegt wurde. Das ist kein Unkraut, das ist ein Strommast. Den meinte ich auch nicht. Ich meinte gerade den Ertrag, der da runtergeholt wird. Merkt man, wie schlecht die Kartoffeln gepflegt wurden. Die haben nicht alle Düngerstufen abbekommen. Haben die Strommessen nicht alle hier Kollision? Auch, ja, der hat auch Kollision. Das habe ich mir gedacht. Ich muss ehrlich mal sagen, ne, die Leute, die am Leute, Strommäste auf den Feldern sind sowas von ätzend. Ja, die sind echt bescheuert. Und wenn das dann noch so groß ist, die kleinen sind ja schon nervig, aber die großen sind dann noch ja, aber ich frage mich doch, warum macht man dann da eine Kollision? Bei den großen kann ich das ja verstehen. Hat man ja auch schön mit Wiese ausgearbeitet. Ja. So ist es halt. So ist halt die Karte. Dann hätte ich doch die Kleinen mindestens mit auch ein bisschen Wiese umrunden, der sagt, dass da sieht, ah, da kann ich nichts mehr sehen. Naja, ich sag ja, ich bin ja nicht sehr erfreut von dieser Karte. Also die Karte ist schön, aber wie die Modder damit umgehen, dass sie keine wirklichen Updates mehr dafür fahren. Ja, das ist ein bisschen schade. Und dass sie es ankündigen, dass da was kommt, und dann machen sie eine Deutschlandkarte draus. Statt sie hier noch ein bisschen was weiterentwickeln. Die mal Fehler besser zu konsultieren. Das ist halt, ne? Ja. Dafür kosten sie ja alle nichts. Die hat es sogar. Je nachdem, wie sie nimmst, hier kostet sie tatsächlich nichts. Die Ausprägung entsprechend. Aber ich muss ehrlich sagen, die Deutschlandkarte hat mir angeschaut. Ich finde die nicht schön. Ich habe eine andere Karte, die ich interessant fand, aber da muss ich noch warten. Oberschwabenland. Oberschwabenland. Ja, von Yogi. Die hörte sich interessant an, aber die ist noch nicht freigegeben. Nee. Die braucht noch ein paar Tage. Die hörte sich interessant an.
Meine Güte, was hast du für Kühe? Liegen die in Gold? Warum? Oder verwöhnt sie zu sehr? Wegen? Weil die alles so schnell wegtrinken bei dir? Achso, das Wasser? Nee, die Kleinen. Ja, über sonst. Komm, du bist zu lieb zu denen. Du streichelst sie jeden Tag. Natürlich, red mit denen. Genau. Red immer gut zu, dass sie schön wachsen, groß werden, bald Babys kriegen, viel Milch geben. Dann kommt die Enttäuschung. Ja. Das Fies ist ja auch bei den Kühen noch Kalb, Ferse, dann Kuh. Und dann dauert es immer noch. Genau. Bei Bullen ist es leichter, ne? Kuh, Bulle, fertig. Nee, doch Kalb, Bulle, fertig. Ja, Kalb, Bulle, fertig. Genau. Älter werden, schlachten, gut ist. Genau, das ist das Leben eines Bullen. Na gut, vielleicht auch hin und wieder anderes noch zu beglücken, aber... Kleine Babys machen, ja. Ich glaube, das kommt aber gar nicht mehr so oft vor, ne? Ja, ich brauchst künstlich alles, ne? Mhm. Ich manchmal sehr schade. Aber Problem ist ja auch, wenn du den Bullen hast, der züchten soll, dann darfst du mit anderen Bullen nicht zusammentun, sonst kommen die Revierkämpfe. Na gut, hier gibt es die Möglichkeit, du kannst ja... Wenn du den Bullen hast und mit dem züchten willst, dann ist es sowieso dämlich, ihn zu anderen Bullen zu stehen, weil dann funktioniert das mit dem Züchten ja gar nicht. Ja, wird schwierig, ne? Ja, nee, aber ich meinte nur, macht ja keiner mehr. Muss ja, was ist das denn das Schade daran? Also ich habe jetzt so keinen Hof mehr gefunden, der das noch wirklich macht. Machen alle meistens künstlich. Vielleicht doch wegen der Masse, die brauchen. Und weil das einfach verlässlicher ist. Ja, eben. Bulle ist halt auch kein Verlassen. Es wird bald die Zukunft der Menschen auch sein, ne? Keine natürliche Fortpflanzung mehr, sondern alles künstlich. Damit wir 100% Nachwuchs bekommen. Oh, hab ich doch schon einiges wieder weggemacht. Hab ich gar nicht gemerkt, dass ich schon so weit weg bin. Was mir immer wieder passiert ist, dass ich den Kartoffelernter immer voll kriege. Sonst, wenn man so große Felder dann angepflanzt hat mit Kartoffeln. Na, wie viel Prozent müssen wir noch abladen? Werden wir gleich sehen. Ah, hast du was, weil ich jetzt nicht so darauf geachtet habe. Ist aber doch ein bisschen unterwegs, ne? Noch 9%. Hi, Slenderman 2, natürlich kann ich dich grüßen. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Extrem klein alles gemacht. Das habe ich schon recht. Es ist schon extrem. Du kommst immer gerade so rein. Ne? Meine Hüte, das Futter abgeben. Die Lücke erwischen, wo noch kein Bolzen oben ist, damit er nicht hängen bleibt. Ja, ja, du hast auch. Das ist so echt minimalst Arbeit. Ich meine, gut, einfach kann jeder, aber. Das ist ja, aber dann. Würde ich noch jetzt haben wir 88% ausgeliefert.
brauchen extrem viel. Weil hier steht aber noch 91% brauchen die. Dann ist das Lohn abgeschlossen. Ja, das ist so ein Schnittwert aus, wie viel hast du schon geerntet, also wie viel Prozent vom Feld ist geerntet und wie viel haben wir weggefahren. Okay. Ach ja, wir haben den einen Mod, der ist glaube ich ein bisschen auseinander nimmt noch, ne? Ja, das ist ja immer so. Dein Auftrag besteht ja immer aus der Erntetätigkeit auf dem Feld und dem Transport. Mhm. Jetzt haben die 101.000 drin, das sind immer noch. Aber wenn ich ehrlich bin, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, dann würde ich noch nicht so große Bauernhöfe dahin machen, wenn ich auf klein möchte. Ja, ja. Ja, und wenn schon so, ja. Was die unheimlich viel Futter brauchen. Die haben jetzt 101.000 Liter drin und sind noch im roten Bereich und das sind gar nicht viele Kühe. Mhm. Und wenn du denkst, was die vielleicht brauchen könnten am Ende, ne? So viel kriegst du hier gar nicht her. Ja, genau. Das ist unausgewogen, finde ich halt ein bisschen so, das Ganze. Ja. Da müsste man den Tierrechner drauf tun, oder Tierfutterrechner, dann wüsste man, was die ungefähr brauchen pro. Ja. Aber den muss ich noch mal suchen, wo der war. Ich habe ihn noch nicht mehr gefunden. Das ist extrem heftig. Weil ich weiß nicht, wie viele Kühe passen bei dir in den Stall rein? Aber einige. Für das, dass da so viel reinpassen und die jetzt schon so viel Futter brauchen. Mhm. Wie viel sollen da nachher reinkommen? 600 passen rein. Ja, und jetzt überleg mal, wo willst du 600 Futter herholen? So viel gar Gras. Ja. Und ich habe zwei. Heu kannst du gar nicht produzieren. Und ich habe 22 nur drin. Mhm. Und ich habe jetzt 101.000 drin. Auf was zockt ihr? Wir spielen auf der Land of Italy. Ach so, hast du Besuch bekommen? Ja. Ne. Land of Italy ist unsere Map. Dem jeden Fitzel hier mit, den ich noch finden kann. Also ich glaube, das ist sehr knapp ausgerechnet hier, diese Ablieferung. Ich glaube, das viel übrig, gell? Ja. Ich glaube, nicht so viel hängen. Ist mir auch schon aufgefallen, dass sie das extrem klein auch berechnet haben. Und es bleibt auch bei den Aufträgen nicht viel hängen. Ja, ich finde das. Gibt's nicht so viel. Also, ja. Sag ja, so eine Kartoffelernte, warte, wie lange braucht so eine Kartoffelernte, wenn man so ein Cosplay machen lässt? Größe des Feldes, mindestens eine Stunde. Die Balance ist ein bisschen. Kartoffeln und Rüben brauchen immer ziemlich lange. Gut, der hat jetzt schon vorgearbeitet mit den zwei Ausgraber. Mhm. Und ich habe dann die großen Tonnen unten der Stadt geholt. Und bin jetzt auch schon anderthalb Stunden dran. Nee, ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde. Aber schon mal gewesen sein. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, es geht gleich weiter. Die nächste Folge machen wir gleich anschließend weiter wie gewohnt. Ich sag mal tschüss, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.